Das idyllische Spiri-Museum auf dem Hirzel im Kanton Zürich. Aus dem Fenster im oberen Stockwerk schaut ein Mädchen im Heidi-Alter heraus. Es ist die älteste Tochter einer kurdischen Asylantenfamilie aus der Türkei. Und kennst du Geschichte vom Heidi? Nein. Wie man das große Publikum fängt. Gewaltige Massenszenen, urchige Dialoge in Top-Besetzung. Dass man auch darüber redet, was mit diesen Bildern ist, dass die nicht die Realität zeigen. Und es tut manchmal noch gut, so der Reality-Check. Sollen ihren Spaß haben. Arbeiten, 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 arbeiten. Manche lassen sich immer weiter treiben, fliehen vor der Stunde der Wahrheit, dem Eingeständnis der Ziellosigkeit. Postlagernd erreichen einen noch die Mitteilung vorausgereister Kameraden. Aber keine Geldüberweisungen von den Eltern, auf die mancher nun zu hoffen beginnt. Aber wie soll man jemanden finden, der als Adresse eine Straßenecke angibt? Haben Sie eine Eigenschaft, deren Sie sich schämen? Schnarchle. Wenn man genau hört, dann findet man, was man in den letzten 500 Jahren auch schon gemacht hat. Sein Knie wird begattet, und zwar bis zur letzten Konsequenz. Die Gassen werden immer schmäler und die Häuser stehen immer näher beieinander. Das Licht hat Mühe, da hineinzukommen. Angenommen, ich hätte jetzt hier einen Handschuh an. Und ich würde meine Hand bewegen, so es schiene von außen, als ob der Handschuh sich bewegen würde. Als ob der Handschuh leben würde. Aber jeder versteht, nein, es ist nicht der Handschuh, der lebt und sich bewegt, es ist die Maschine überlegen. Und die Champions aus Fleisch und Blut klatschen betreten Beifall. Wer sich bis jetzt unter Kafkas Albträumen nichts vorstellen konnte, hier werden sie Wirklichkeit. Ich glaube eher, dass die Wissenschaft probiert, Menschen manipulieren. Das Ziel der Wissenschaft ist ja eben genau nicht zu manipulieren, sondern möglichst Zahlen zu sprechen und so gut wie es geht, den Menschen rauszunehmen mit seinen Wahrnehmungsfiltern, sage ich mal. Aber das geht ja auch nicht. Es ist ja alles menschlich. Es hat so viel Einfluss rundum. Ich bin, glaube ich, schon ein optimistischer, fröhlicher Mensch. Umgänglich, ehrlich. Das wird jetzt bereits also ein bisschen komplizierter. Also umgänglich, ja, ehrlich, in wichtigen Sachen schon. Ja. Aber so Notlügen. Also. So richtig in einem Trick, so richtig reingesetzt ins Bild hinein.
Ein bisschen, dass man ein bisschen hoch angehen kann mit so einem Film.